So, weiter geht's direkt wieder im Anschluss. Wir verladen gleich. In dieser Folge wird das Monument fertig. Fahrzeug fertiggestellt. Ein Chopper? Yep. Let's have a look. It's a Chopper! It's a Chopper! Oh mein Gott, wenn da einer in die Flügel kommt. Schnetzel! Wo kommt das ganze Blut auf den Boden? Oh mein Gott! Oh mein Gott, der Pilot ist in die falsche Richtung ausgestiegen. Ja, warte, der Palett ist der Pilot ist gestolpert. Schnetzel. So, Achtung. Noch 7 Tonnen Werkzeug und 3 Tonnen Stahl. Nur noch 27 Tonnen Werkzeug. Der große Moment. Okay, jetzt sind es über 267 Tonnen Werkzeug, ja, die du hast. Übertreib! Es wäre mir eigentlich ganz lieb, wenn da wirklich so kleinere Baufortschritte zu sehen wären während der Bauphase. Ja, die Rakete ist fertig! Ich töte dich. Ja, noch kann ich sie ja nicht einsetzen, noch haben wir keinen Krieg. Du kannst sie schon einsetzen! Und danach ist Krieg! Warte, ich habe 1, 2, 3, 4 Kolosses und dein U-Boot. Ich habe 7 Flieger. Wenn ich Munition hätte, könnte ich sogar noch mehr bauen. Naja, okay, auf jeden Fall die Konzernzentrale ist gleich fertig. Noch 1 Tonne Stahl und 3 Tonnen Werkzeug. Ihre Baustelle scheint gut organisiert zu sein. Ja, meine Baustelle ist gut organisiert. Mrs. Baines. Kleine Frage, wer zur Hölle nennt seine Tochter Skylar? Wer zur Hölle nennt seine Tochter Mercedes? Bitte? Weißt du, warum die auf die Idee gekommen sind, Mercedes zu nennen? Weil die Tochter so hieß. Ja, allerdings glaube ich eher, dass sie damals Mercedes hieß. Ja, aber und doch, nicht Mercedes. Das war ein Deutscher. Dann dürfte es mit Merz zu tun haben. Egal, 1 Tonne Werkzeug noch. Aber trotzdem, Mercedes. 0 Tonnen. Achtung, 3, 2, 1, komm schon. Motivierte Mitarbeiter. Tada! Wow! Monumentsammler! Gut gemacht, sie haben alle 3 Monumente errichtet. Ich brauch ganz schön Energie, ich brauch Energie. Holy! Moment, ich erledige das für dich. Scheiße. Warum geht meine Ökobilanz so in den Keller? Weil deinen ganzen Ökobilanzgebäuden jetzt der Strom fehlt. Was? Ökobilanz? Werte steigen. Wie sieht's aus? Minus 17. Plus 28. Wunderbar. Boah. Dafür ist auf Core jetzt minus 90 Energie. Die für den Bau zuständig. Ah, wie sieht's aus mit meinem geothermischen Kraftwerk? Geothermisch, mit dem Wasserkraftwerk bei dir? Ich bin gerade noch an der Modulforschung. Es wäre ganz schön, wenn du mal auf Duplex ein bisschen die Küstengebiete mit Energie, mit Offshore-Windrädern zupflastern könntest, damit ich die Energie wieder nach Core holen kann. Sofort. Warte. Ah nein, ich brauche eine Hafenbehörde. Ich brauche jetzt meine Hafenbehörde. Oh mein Gott, ich habe das Teil jetzt erstmal pausiert. Aber jetzt habe ich plötzlich plus 130 Energie. Scheiße. Energiekollaps. Meine Güte! Das Teil verwendet bei mir jetzt schon 220 Energie. Wie viel das dann verbraucht, wenn es vollständig ist? Okay, kannst deine Energie abziehen. Ja, ich sehe es schon. Plus 200 Energie. Irgendwie übertrieben. So, stemmt die Energie wieder nach Core. Und weiter mit der Baustelle. Heilige Scheiße! Das kam überraschend. So, unsere Marine ist um ein Schiff reicher. Einverstanden. Ja, ich habe bloß gerade ein bisschen Glas gekauft, um eben auch selbst noch ein paar Offshore-Windkrafträder zu bauen. Auf Duplex sind 230 Tonnen. Lol. Wir hatten doch dauernd darüber gesprochen. Hast du Glas? Nee. Ich hab dir bestimmt vor
drei Folgen oder so bestimmt schon gedacht, hallo, ich habe eine Glasbrücke. Ja, bloß vor drei Folgen war vor mehreren Tagen. Scanne Baufortschritt. Alle Parameter im grünen Bereich. Verschlechterung im Gesundheitszustand der Bevölkerung. Alles da. Wo da? Erster. Toll. Jetzt habe ich zu wenig Energie. Lüg nicht. Unsere Forderungen herunterzuspielen wäre ein schwerer Fehler. Errichten Sie folgende Gebäude-Raketenbasis? Ich hab doch schon eine! Vermutlich auf Duplex! Oh. Alter, wie krank sind die denn? Die wollen eine Raketenbasis! Ich brauche erstmal 20 Tonnen schwere Waffen. Holy shit, die wollen jetzt auf eine Raketenbasis! Wie krank sind denn diese Vollidioten? Ich muss schwere Waffen einkaufen. Fuck my life. Wir müssen aber bald unsere Städte wieder ausbauen, weil unsere Bilanz geht gerade von 3000 auf runter auf 2000. Okay, warte, ich soll sie ganz einfach machen. Warte. Ich muss einfach ein paar Bewohner aufsteigen lassen. So, und schon habe ich... Wie viel Energie überschüssig? Ich baue am besten gleich noch ein Offshore-Kraftwerk. So, jetzt habe ich 149 Energieüberschuss. Sehr gut. Ich muss einfach nur ein paar Bewohner aufsteigen lassen, deswegen geht die Bilanz gerade richtig mies in den Keller. Aber das ist jetzt gerade mal sowas von egal. Dann lasse ich auch mal ein bisschen aufsteigen. Dann baue ich meine Stadt aber auch mal endlich mal ein bisschen aus, also räumlich. Die hat's nötig. Modulkonstruktion finalisiert. Da kann ich noch einen aufsteigen lassen, da kann ich noch drei aufsteigen lassen, okay. Was hätte ich hier maximal? Moment, Modulentwicklung abgeschlossen. Heißt, ich kann jetzt endlich das hydroelektrische Kraftwerk nochmal bauen. Entwickeln. Wie lange dauert das jetzt? Na? 23 Minuten. Warnung. Steigende Kriminalitätsrate registriert. Duplex. So, dann darf ich euch mal wieder zur Kasse bitten. So, dann wechsle ich einmal das TV-Programm. Dann kriegen wir auch mehr Geld rein. Man merkt irgendwie schon bei mir, wo die neuen Stadtteile anfangen. So, drei Eco-Arbeiter dürfen noch aufsteigen. Ach verdammt, mir fehlen die Bauzellen völlig. Ich habe praktisch keine Bauzellen. Gleich wieder da. Okay. Du.
Ach, Willi, aua. Katze? Katze! Er lief gerade hier rum, da habe ich mir einfach entschlossen, ihn einfach auf den Schoß zu nehmen und mir wieder mit zurück. Komm mit, Katze! So, ihr dürft wieder richtig blechen. So, jetzt sind wir schon auf 2700, das ist doch schon mal gut. Was zur Hölle war das? Nein! Bin zufällig in der Gegend. Yay, da ist er wieder. Sehr gut. Hightech-Waffen. Firebird. Etc. Du hattest doch Hightech-Waffen. Jo, Hightech-Waffen. 20 Tonnen Hightech-Waffen. Wie viel brauche ich? 25. Ich brauche 25 Tonnen Hightech-Waffen und der verkauft 20. Damn it. Braucht ihr auch schwere Waffen? Wie läuft's? Ich weiß es nicht, musst du nachgucken. Ja, wunderbar, weil ich brauche ja schwere Waffen. Gut. München, Zielfahrtänderung, du fährst nach Trenchcoat. Nach Trenchcoat? Was ist das denn für ein Deutsch? Mein Gott, meine Bauzellen sind schon wieder leer. Ich hab doch gerade eben erst ganz viele Tonnen abgeholt. So, jetzt haben wir schon 5 Kolosses. Das wird locker reichen, oder? Vielleicht, er verkauft auch schwere Waffen. Oh mein Gott! Ich habe jetzt gerade für 10.000 Credits Hightech-Waffen gekauft. Wie viele? 20 Tonnen. Wie viel brauchen wir? 25. Wo kriegen wir jetzt nochmal ein paar Tonnen her? Weiß ich nicht. Vielleicht produziert er ja nach. Analyse der Bauparameter abgeschlossen. Normabweichung 0, so, wie sieht es jetzt mit dem Wissenschaftsforum aus? Fast zur Hälfte, oder doch knapp zur Hälfte fertig. Very good. So, wie lange dauert es jetzt noch? Mit dem hydroelektrischen Kraftwerk? 18 Minuten dauert das noch. Sehr gut. Ich würde mal gerne wissen, was der da die ganze Zeit handelt mit seinen ganzen Handelsschiffen, ne? Wer? Der Man. Moreau? Hm. Okay, ich habe jetzt übrigens genügend Hightech-Waffen. Ich habe noch schnell genug Hightech-Waffen zum Einkauf eingegeben und der Salman Devi war so nett. Mein Gott. Was denn? Was denn? Ich habe gerade 23.000 ausgegeben. Wofür denn? Schwere Waffen? Ja! Du hast doch eine schwere Waffenproduktion! Ja, aber die reicht nicht aus! What the fuck? Die produziert irgendwie nur auf 10% oder so, total langsam. Ich hasse diesen Alarm. So, und damit bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss! Ciao!